Liebe Golfer, liebe Freunde, da sind wir ja schon wieder. Andy Clark und Markus Papst. Wie immer oder wie bei den letzten Videos, wir wissen, dass ihr euch aufgewärmt habt und freut euch jetzt wieder auf was Neues. Die Neuroathletik geht so ein Stückchen weiter um Markus und er möchte uns einfach ein, zwei Übungen zeigen für die Beweglichkeit der Hüfte, Oberschenkel, was uns eigentlich sicherlich auf der Range nachher wirklich helfen werden, um ein bisschen mehr Bewegung hier reinzubringen. Ich gebe es aber auch direkt jetzt weiter. Der wird uns was Tolles zeigen. Oh, super, Andy, danke dir. Also, was wir jetzt heute machen, ist, wir haben uns mal ein Problem rausgepickt, was die allermeisten, also ich habe das selber auch, wenn ich viel im Büro sitze und die allermeisten Golfer und die Leute, die zu Golflehrern kommen, um was zu lernen, werden das haben, eine feste Hüftmuskulatur und ein festes Hüftgelenk dadurch, dass wir nicht beweglich sind. Und im Golfschwung brauche ich eine gute Innen- und Außenrotation im Hüftgelenk, sonst kann ich mich da nicht gut bewegen, kann auch den Boden nicht so gut nutzen. Und da haben wir gedacht, machen wir euch heute wieder ein schönes Paket aus zwei, drei Übungen fertig. Und Andy, das Erste, was ich von dir möchte, ist, dass wir das mal testen. Also stell dich mal hin, auf dein linkes Bein, ausgestreckt. Und dann guckst du mal, wie du in das linke Bein reindrehen kannst, in die Hüfte. Ob da irgendwann ein Punkt kommt, wo du nicht weiter drücken kannst, ob sich das irgendwann fest anfühlt oder ob das irgendwann wehtut. Also mit gestreckten Beinen, ja? Also, wie fühlt sich das an? Leicht, bei mir geht das eigentlich ganz gut. Bei mir geht das ganz gut in die Richtung. In diese Richtung immer schlechter. Also da tue ich mich schwer zu drehen. Und in diese Richtung eigentlich eher besser. Okay, das heißt für uns jetzt, wir schauen gleich mal, wie gut das beim Andy oder ob sich was verändert auf der rechten Seite, wenn das so ein bisschen das Problemthema gerade ist. Andy, eine Kniebeuge kennst du sicherlich, oder? Mach mal 5 Kniebeugen, das könnt ihr jetzt bitte auch mal machen. Einfach 5 Standard-Kniebeugen machen. Sehr gut. Okay, mach noch einen. Ja, 2. Das ist eine Übung, die kennen wir aus dem Studio, mit Gewicht, ohne Gewicht. Und in der Regel geht es darum, dass wir die Kraft im Oberschenkel, im Hintern da trainieren. Wir werden diese Basisübung heute nehmen und mit so ein bisschen Neuroathletik aufhübschen. Und was ich von dir möchte, Andy, ist, dass du Kniebeugen machst, die du in deinem ganzen Leben noch nie gemacht hast. Das heißt, wie erreichen wir das? Indem wir die Fußposition verändern. Also nimmst du mal einen Fuß auf den Fußballen und den anderen Fuß drehst du nach außen raus zum Beispiel. Dann machst du davon mal zwei Wiederholungen. Füße mal ganz weit nach außen, wie Charlie Chaplin, und machst dann auch mal 2 Kniebeugen. Dann machen wir das genaue Gegenteil. Wir drehen die Füße mal ganz weit nach innen und versuchen dann mal weit runterzukommen. Die finde ich mal richtig schön. Stubern, ne? Das geht gar nicht. Dann nimmst du mal einmal nach vorne, Andy, drehst da den Fuß nach außen. Das andere Bein drehst du nach hinten, dann drehst du den Fuß nach außen auch, dass wir also ein versetztes V haben. Und dann machen wir da auch mal eine Kniebeuge zweimal. Und zweimal das gleiche andersrum. Also den anderen Fuß nach vorne. Das. Das ist schwierig. Ja, letzte Aufgabe für dich, Andy. Ich hätte gerne, dass du einen Fuß auf den Fußballen aufsetzt und den anderen Fuß nur auf die Ferse. Also einen auf den Fußballen, einen auf die Ferse und dann versuchst du auch mal weit runter zu kommen. Genau, sehr gut. Und jetzt sag mir mal, Andy, diese komischen Kniebeugen, wie fühlen die sich an? Was macht ihr? Ja, sehr schwierig. Ich merke das eher im Rücken ein bisschen und tatsächlich in der Hüfte, dass ich eigentlich gar nicht dahin komme, wo ich hin will. Ja, und das fühlt sich wahrscheinlich nicht gewohnt und vor allem nicht sicher an, oder? Das ist gar nicht, komplett fremd, ist ja klar. Habe ich noch nie gemacht, von ist total fremd. Ja. Genau. Das ist genau, was wir erreichen wollen. Das heißt, wir suchen uns da jetzt Situationen aus für den Körper, die der noch nicht kennt. Und was dann passiert ist, dass das Zentrum für die Feinkoordination, dass das gerade total auf Alarm ist und hört, was macht der Andy da? Warum macht er so komische Kniebeugen? Und jetzt jedes Mal die Bewegung total gut koordinieren muss, weil er will ja nicht umfallen.
Das ist wieder der Neuropart in dem Fall. Wir nehmen jetzt noch eine zweite Geschichte rein, Andy, indem wir das Hüftgelenk ganz bewusst weit bewegen in deine Ansprechposition. Also du gehst mal mit in deine Ansprechposition. Und dann möchte ich mal, dass du dein rechtes Bein so weit wie möglich nach innen rotierst und so weit es geht nach außen rotierst. Der Rest vom Körper steht still, das machst du 6 Mal bitte. Mal lockern. Wie fühlt sich das jetzt hier ums Becken rumherum an, Andy? Ja, erst ein bisschen, als ob ich mich richtig angestrengt hatte. So ein bisschen fest, aber ja. Ja, ist ja neu. Ist okay jetzt? Was sagt der Rücken? Der ist aber in Ordnung jetzt. Ist alles so ein bisschen, merke ich schon ein bisschen, aber... Ja. Sinn. Jetzt sehen wir doch mal, was ist mit unserer Hüftbewegung gemacht? Dreh mal links auf die rote Seite, dann drehst du erstmal nach links rein, also in die linke Seite rein. Wie ist das von der Hüftbeweglichkeit her? Also das fühlt sich tatsächlich so ein ganz klein bisschen lockerer hier an. Aber ich glaube, ich muss die Übung noch mal machen, dass ich wirklich sowas merke. Ja. Aber also, was ich jetzt aus der Ferne sehe, ist, du drehst schon weiter im Ganzen. Das finde ich, sieht man schon. Und du kommst sofort ein ganzes Stück weiter. Also der Körper lässt ja auch immer nur das zu, was er für sicher hält. Ist jetzt eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen. Und ja, das sind wieder Übungen gewesen, um euch so ein bisschen noch die Sahnehaube oben drauf zu geben, wie wir eine bekannte Übung nutzen können, ein bisschen aufhübschen und wie wir dann ein konkretes Problem mit 2, 3 einfachen Übungen angehen können. Ich sag für heute danke, Andy. Weiter so, ja, bleib an den Übungen dran, dass du dann auch, wenn wir wieder auf Platz dürfen, beweglich bist und eine lange Kugel hauen kannst. Vielen Dank, Markus. Wieder noch schöne neue Ansätze. Das will ich auf jeden Fall ein bisschen integrieren in mein Programm. Und ich bin gespannt auf die nächste Episode. Sehr gut. Bye-bye.